Xbox One oder PlayStation 4? Welche ist nun die bessere Konsole? Diese Glaubensfrage stellen sich derzeit Spieler in ganz Österreich. Wie lange dauert das Starten? Wie viel Zeit brauchen PlayStation 4 und Xbox One für die Installation eines Spiels? Und vor allem, wo schauen die Spiele denn nun besser aus? Wir haben für Sie den Test gemacht und die zwei neuen Konsolen gegenübergestellt. Round 1! Wenn es um Konsolen geht, will man vor allem eines. Einschalten, Spiel einlegen und spielen. So einfach machen es dem Spieler die neuen Konsolen aber nicht. Sie müssen hochfahren, Spiele installieren und sorgen so mitunter erst nach einer ganzen Weile für Spielspaß. Wir haben uns die Startzeiten angesehen. Ein Kaltstart ins Menü dauerte im Test der PlayStation 4 knapp 24 Sekunden. Bei der Xbox One hingegen rasante 11 Sekunden. Ja, es überrascht mich jetzt ein bisschen, aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt Kinect nicht angeschlossen haben, ging das deutlich schneller. Ich glaube, wenn Kinect auch noch hochfahren muss, dann braucht es länger. Ist möglich, aber so ein deutlicher Unterschied, unerwartet. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Unsere Vermutung, weil beim Testen keine Kinect-Kamera angeschlossen war, ging es schneller. Im Nachtest mit Kinect brauchte die Xbox nämlich gut eine Minute. Bei der Spieleinstallation zieht die PlayStation 4 der Xbox One klar davon. So war Battlefield 4 auf der Sony-Konsole binnen 1 Minute und 5 Sekunden so weit installiert, dass man es spielen konnte. Nächster Versuch, diesmal auf der Xbox One. Es gilt 1 Minute und 4 zu schlagen. Die Xbox One brauchte mit 4 Minuten und 20 Sekunden rund 4-mal so lang. Hier siegt eindeutig die PlayStation 4. Bis zur vollständigen Installation vergehen jedoch bei beiden Konsolen weitere Minuten. Das Spiel installiert dann im Hintergrund weiter, meist kann man schon bei 20-30% Installationszeit anfangen. Bis man vom Menü im Spiel ist, dauert es bei beiden Konsolen etwa gleich lang. Im Test mit Battlefield 4 brauchte die PlayStation je rund 25 Sekunden vom PS4-Hauptmenü ins Spielmenü und dann nochmal ungefähr die gleiche Zeit, bis die Mission gestartet ist. Die Xbox One schaffte es um wenige Sekunden schneller ins Spiel, lädt dafür eine Spur länger an der Mission. Fazit: Gleichstand. Round 2! Am wichtigsten für Spieler ist aber wohl die Grafikfrage. Wo sehen die Games besser aus? Wir haben es mit den prächtigen Cross-Plattform-Titeln Call of Duty Ghosts und Battlefield 4 ausprobiert. Die Erkenntnis, Unterschiede in der Optik muss man mit der Lupe suchen. Und das, obwohl die PlayStation 4 auf dem Papier etwas stärker als die Xbox One ist. Weder bei Battlefield noch bei Call of Duty konnte sich eine der beiden Konsolen von der anderen absetzen. Auch hier herrscht Gleichstand. Also man muss schon sehr genau dran hingehen und hinschauen, um da überhaupt einen Unterschied festzustellen. Also Licht- und Schatteneffekte sind bei beiden Spielen, würde ich sagen, bei beiden Konsolen ident. Und das ist dann schon Augenauswischerei, wenn du da was finden willst. Ich würde auch sagen, man sieht in der Praxis bei Call of Duty, wo es ja immer geheißen hat, da sieht man nur am ehesten den Unterschied, da sieht man auch keinen Unterschied. Wenn man mit dem Fernglasel draufschaut, ja, sonst nicht. Round 3! Unterschiede findet man schon eher bei der Lautstärke und der Hitzeentwicklung. Hier wird die PlayStation 4 nach 1-2 Stunden Spielen wärmer und lauter als der Microsoft-Konkurrent. Verwundert hat uns das nicht. In der Xbox One mit ihrem externen Netzteil ist einfach mehr Platz für Kühlluft als in der kompakten PlayStation 4. Was man nicht weiß, ist, wie es um die Langlebigkeit steht vor dem Gerät, weil wenn das ein bisschen heißer wird, dann, nachdem es eine Lebensdauer von 7, 8, 9 Jahren vielleicht haben sollte, könnte das in ein paar Jahren vielleicht problematisch werden. So endet der Krieg der Konsolen, wie er begonnen hat, als Glaubensfrage. Beide Geräte haben ihre Vorzüge. Die PlayStation 4 bietet eine Spur mehr Power und die schnelleren Installations- und Startzeiten. Die Xbox One steht ihr bei der Spielegrafik, und das ist ja die Hauptsache, derzeit aber um nichts nach. Und bietet zudem noch eine Reihe von Multimedia-Features, die es bei der PlayStation 4 noch nicht gibt. Die größten Unterschiede gibt's letztendlich wohl beim Controller, weshalb es sich empfiehlt, vor dem Konsolenkauf Probe zu spielen und die eigenen Vorlieben zu erforschen. Denn liegt der Controller nicht gut in der Hand, macht das Spielen auf keiner der beiden Konsolen Spaß.